Hi und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahmesession von Dishonored 2. Ich weiß gar nicht mehr so recht, was wir gemacht haben als letztes. Ich glaube. Ah, genau. Wir haben uns hier angeschaut, wie es jetzt, nachdem wir. Ach, F war das. Sorry, ich muss wieder ein bisschen reinkommen. Wir haben uns angeschaut, wie jetzt alles aussieht, nachdem wir alles verändert hatten. Da wollten wir ja ein bisschen reinschnuppern. Hier sind ganz viele Leute. Ich weiß nicht, ob ich die hier jetzt einfach... Die sehen uns ja dann. Das ist nicht so gut. Ah, jetzt okay. Und ich sag... Hilfe! Oh, oh. Lassen Sie mich! Wache! Okay. Mal schauen, wo der hinrennt. Oh. Und wieder raus. Noch mehr Leute? Ich weiß nicht, ob wir den jetzt einfach erstmal ohnmächtig machen wollen. Ich mache die einfach alle ohnmächtig und guck mir dann an, was da abgeht. Wer ist jetzt da? Ja. So. Lucy, können wir auch mal eben. So. Ich würde mir nämlich schon gerne alles hier anschauen und gucken, ob ich hier irgendwas vergessen habe oder so. Und hier kann man immer noch keine Zauber wirken, richtig? Ne, es geht nicht. Ich kann hier wirklich nur den Kronewandler benutzen. Ja, schlecht ist das aber trotzdem nicht. Gucken wir mal. Äpfelchen. Guck mal, hier ist alles viel besser als in der anderen Welt, die es hätte geben können. Oh, ich bin ganz stolz auf uns, dass wir die Vergangenheit geändert haben. Ja, das brauchen wir nicht. Okay. Nix. Wow. Eine Treppe mit einer Haarbürste. Was? Der ist der ins Hinterhof? Ach komm, ab geht er, der Peter. Achso, übrigens nicht wundern. Ihr werdet das wahrscheinlich sehen hier an meinem Auge. Ich glaube, dass diesmal sieht man's. Ich habe wieder so einen Histaminfleck. Keine Ahnung, also es ist rot, es juckt. Ich will mir mein Auge rausholen eigentlich. Hab da Cortison drauf geschmiert, weil mir sonst nichts mehr hilft. Hoffen wir einfach mal, dass es nicht schlimmer wird. Ich kann mich auf jeden Fall deswegen nicht schminken. Weil es echt ätzend ist und weh tut. Also, es tut dann weh, wenn ich die Schminke runter mache von der Stelle. So meine ich das. Der Moment natürlich nicht. Hier läuft gerade Musik, oder? Okay. Hey. Gehen wir mal von der anderen Seite. Steht er auf? Er steht auf. Okay. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas zu sehen, weißt du? Eine Leiche? Hier? Das ist keine Leiche, Bruder.
Ei. Mach ein Haier. So. Aha. Also hier malt der gute Herr. Lässt sich inspirieren. Ist da noch irgendwas Interessantes? Hey, war ich hier unten in der Ecke eigentlich in der anderen Welt? Nee, ne? In der Vergangenheit. Aber hier ist jetzt auch nicht wirklich viel. Vor allen Dingen ist es da ja abends und hier ist es tagsüber. Also gut, hier sehe ich nichts mehr. Also das war auch komplett sinnlos scheinbar. Schade, schade, schade. So. Da noch was? Nee. Gut. Dann ins Anwesen gehen. Mal überlegen, was wir noch alles machen können. Also ich will mal gucken, einfach wirklich mich nur umsehen. Ich glaube, es ist eigentlich komplett unwichtig, weil wir haben ja den Auftrag, da zu verschwinden. Wir würden den Auftrag nicht haben, da zu verschwinden, wenn jetzt noch irgendwas Wichtiges hier wäre. Dann würde das stehen, erkunde das Haus oder so ein Scheiß. Aber das tut es ja nicht. Aber schön ist es jetzt hier, ne? Der Gannet da. Das hat sich wie ein Affe angehört, aber egal. Ah, hier hat es aber nicht ordentlich geputzt, Hammer. Ist das wieder der Hinterhof? Hä? Von oben? Das will ich sehen. Oben waren wir noch nicht. Übrigens, ich merke, dass es jetzt schon anfängt an der Lippe mit dem Histamin-Kack da. Gar kein Bock. Oh. Waren wir hier vielleicht wirklich noch nicht? Ich glaube, wir waren hier wirklich noch nicht. Dann muss ich mal die Zeit wechseln. Oh, hier ist noch einer. Wir haben gar nicht alle umgelegt. Lol. Also, mal sehen. Stilton ist bewusstlos. Ich habe die Vergangenheit geändert. Aber wie? Indem du einfach Dinge getan hast, lol. So. Ja, hör mal, das wollen wir uns ja nicht entgehen lassen hier. Die paar Opinionen sind, ne? So, dann wieder in unsere Gegenwart. Ja, Stilton ist bewusstlos, bla bla. Gut. Aber warum ist dieses Anwesen immun auf Magie? Ist da immer noch irgendwas? Das kann ja nicht sein. Ich bin immer noch verwirrt. Aber ich will mal gerne was anschauen. Nein, hier geht das nicht. Oh, fuck. V. Hä, wie komme ich denn jetzt in dieses Kackmenü? Ich weiß nicht mehr, wie ich jetzt in dieses... Aha, okay. So. Decke Delilahs Geheimnisse auf. Verlasse Aramis ins Anwesen durch den Haupteingang. Naja, ich würde jetzt erstmal gerne nochmal hier reingehen. Das ist ja dieser Raum.
Und in diesen Raum können wir nicht rein, in der... Hier sind wir automatisch in der Vergangenheit. Ich werde euch nie verlassen. Halt! Sie sind versteckt. Aber ich weiß, wer sie sind. Wann sie sein werden. Sie haben meine Rückkehr beobachtet. Eines Tages werde ich sie holen. Dieses Ding hier, ne? Ich würde das hier gerne jetzt in der Gegenwart sehen und kaputt machen, aber es geht wohl nicht. Oh, guck mal hier. Noch ein paar Münzen euch übersehen. Konzentrieren Sie sich auf das Nichts hier. Hässliche. Sie spüren Ihre Macht, oder? Ja, gut. Das ist aufregender als jede Orgie, die ich erlebt habe. Oh mein Gott, ey. Peinlich. So. Ich möchte jetzt wieder bitte in die Gegenwart. Okay. Was ist das hier für ein Raum? Die waren wir noch nicht, ne? Ist das Dirkenliest-Profil? Ich hab die Bücher im Arbeitszimmer. Weil das war abgeschlossen, ne? Kaum. Die dienen nur zur Schau. Warum sollte man Bücher kaufen, die man dann nicht liest? Das sind keine Bücher. Das sind Symbole für Reichtum und Herkunft. Und jetzt wieder zurück an die Arbeit. Ja, Ma'am. Kann das sein, dass wir hier nur reingekommen sind, weil wir die Vergangenheit geändert haben? Hier, guck mal, weil... Vorher gab es ja keine Möglichkeit. Huch. Upsali. Ist da jemand? Oh shit. Ja. Vielleicht dreht der sich jetzt nicht um. Frag mich, wer das war. Hey! Oh mein Gott. So, okay. Ja, seh dich noch ein bisschen weiter um. Hallo? Aua, dumme Bitch. Ach komm, ganz ehrlich, geht mir auf den Sack, ey. Und warum hat die sich da nicht... Alter, was ist denn da los mit der? Hat sie ein Problem? Meine Güte, ey. Hier noch ein bisschen was zu essen. Ja, diese Aale hier in Aspik. Noch eine Aale. Eine Tortenflasche, was auch immer das sein soll, Mann. Ja. Was ist denn das? Ja, keine Ahnung, ey. Manchmal sind hier komische Sachen. Oh, guck mal. Okay, traditionelle sakonische Lieder 2. Brennnessel. In der Dunkelheit, rundherum, ein bis, zwei bis, drei bis, vier. Im Sonnenschein, hast du's gehört? Spring hoch, spring runter, spring zur Tür. Im Kinderzimmer, bewegt sich da was? Vorsicht Decke, Vorsicht Klavier. Im Garten, spitz und grell, rundherum, rundherum, nicht mehr.
Ey, Leute, fragt mich nicht, was das für dumme Lieder sind manchmal. Ehrlich, ich krieg Kopfschmerzen hier. So, keine Ahnung. Noch mehr. Ekelhaft. So, gucken wir mal. Ja, in der Gegenwart ist ja auch nichts mehr. Aber warte mal. Einmal hier schauen, weil nicht, dass hier noch irgendwas auf einmal ist. Aber wirklich sehr schön, ne? Was ist da denn los? Das sehe ich doch. Warte. Kabelwerkzeug, Betäubungsbolzen. Und ein schwerer Beutel, ja, hör mal. Hat sich ja gelohnt. So. Macht jetzt auch ein Haier. So. Also Schmetterlinge waren sein Ding, ne? Ich finde es nur schade, dass sie alle sterben müssen. Warum hat er nicht einfach ein Schmetterlingshaus mit lebenden Schmetterlingen? Was ist das Problem? Meine Häschen laufen. Ich habe mich erschrocken vor dem Geräusch, als es losgeflitzt ist. Okay. Verschlossen, okay. Hier ist das Fotostudio, das ist jetzt auch anders. Hier ist aber nichts mehr, ne? Entschuldigung. Los. Okay, also hier ist glaube ich nichts, aber gucken wir mal. In der Vergangenheit ist immer noch so, wie wir es letztes Mal gefunden hatten. Okay. So, dann können wir jetzt noch eine Sache machen, gucken, ob das Ding ist offen. Gut, dann können wir mal hier rein. Gibt's den Raum nicht? Doch. Okay, die geht nicht auf, warum auch immer. Wer schließt denn das Badezimmer ab, damit keiner mehr reingehen kann, lol. Nix drin. Ist absolut nix. Ja, voll nervig. Nix holen. Ja, auch nicht. Meine Güte. Ja, gut. Hi. Aha. Da ist wieder ein bisschen Geld. Komm mal. So. Schönes Ding. Hier nochmal eine Registrierkasse.
Wir müssen alles Geld aus der Vergangenheit und aus der Gegenwart, alles mitnehmen. Da ist auch noch ein bisschen was. Ist hier noch was? Aha. Pistolenkugeln, ja gut, brauch nicht. Was geht hier? Alter, so eine geile Wanne, ne? Das ist schon krass, Mann. Da will ich auch drin sein. Alter. Also schlecht ging es dem nicht, ne? Dem Aramis Stilton. Was ist das eigentlich für ein hässliches Mistvieh? Uff. Hat aber jemand... ich kommentiere das nicht. So, gucken wir mal weiter. Ah. Da ist noch Geld. Die Bergbausammlung sieht auf jeden Fall jetzt besser aus. Da unten. Aha. Ja, sehr schön. Aber richtig was zu mitnehmen haben wir hier nicht. Alles irgendwelches Metall aus dem Bergwerk oder so, ne? Und Steine und Andenken. So. Hey, das Haus ist einfach so groß, ne? Hier ist ja die Dings gewesen, wo wir da rumgejumpt sind. Warte, ich zeig euch das nochmal. Müssen wir erstmal hier gucken.